Hallöle, alle Lebensformen und Fans von God of War, die eingeschaltet haben zur Kratos-Reise, um die Asche seiner Frau und die Mutter seines Sohnes auf den Berg zu verstreuen. Und los geht's. Ich höre gerade in der Nähe irgend so einen Vogel wieder. Ja, den höre ich. Letztes Mal haben wir auch einen von diesen riesigen Trollen wieder besiegt. Ah, da oben. Ich hab die Glocke geläutet. Geh erstmal hier hoch. Und der Kampf lief auf jeden Fall besser als der letzte, den wir hatten. Und jetzt? Ja, jetzt gucken wir uns erstmal ein bisschen hier um. Hä? Ich höre die ganze Zeit irgend so ein Geräusch. Ah, okay. Das heißt, wir müssen ganz schnell die Glocken läuten. Eins. Hier. Was steht da? Die Runen stehen für die drei Nornen. Nornen? Die Mäuren. Die Mäuren. Sie bringen nichts Gutes. Gut? Die Mäuren? Die Mäuren. Die drei sind die drei Schwestern aus der Unterwelt? Ah, ist schon geöffnet. Guck mal, Kratos kann doch rennen. Hab ich gerade gemerkt. Oh, Lebenbalken voll. Sie haben 3 Ionenäpfel gesammelt. Maximal Gesundheit erhöht. Oh, das war ordentlich. Okay, da oben hoch mit dir, Jüngchen. Mein Sohnemann. So. Oh. Sieh her. Hm, interessant. Sollte ich mir aufschreiben. War denn das? Nehmen hier unser Opfer an, mächtiger Allvater, und erlöse Midgard von Hels wilder Jagd. Odin, Weißäster, von allen, dessen Atem Asker und Embala den ersten unseres Volkes Leben einhauchte. Wir erbitten euren Schutz. Sendet eure stolzen Walküren und erschlagt die Todeslosen. Sendet eure stolzen Söhne Thor und Baldur, um uns zu schützen. Sendet Drachen, um die eisige Horde zu vernichten. Rettet unsere Seele, auf dass wir euch auf ewig dienen mögen. Odin hat diese Nachricht wohl nicht bekommen. Oder es war ihm egal. Obwohl er hat, er zweite, es war ihm egal. Ich kann. Halten Sie gedrückt. Drücken Sie beim Sprinten, um einen Sprung auszuführen. Goll! Zurückzurufen und nächsten Wurf oder danach.
so viel welche Kontakt explodiert und dabei Frostschaden verursacht. Alter, das muss man sich alles das muss man sich auch alles merken, ne, die ganzen Dinger. Halten sich sprinten, um einen Sprung auszuführen. Jetzt war jetzt, wo ich weiß, dass ich sprinten kann. Naja. Junge, ich kann dein Tier da vorne hören. Ein Keiler, ich wusste's. Schieße kontrolliert. Ganz zurückziehen. Wildschweinhaut ist dick. Ich hab getroffen, oder? Es sah aus, als wäre er einfach abgeprallt. Ist der Keiler magisch? Hm. Was meinst du? Er sah nicht wie ein normaler Keiler aus. Dann hinterher. Ich schon wieder einen von diesen komischen Vögeln. Bleib wachsam. Mehr von diesen Leuten? Was anderes. Hä? Oh! Zufall. Ja, das geht auch. Cool. Und Raugar sind auch hier. Wollt ihr gekämpft haben? Das ist eine gute Frage. Ich habe hier alle verloren zu haben. Gott, ich bin ein richtiger Archäologe hier, ey. Wie einfach ich die Sachen hier finde. Ein purer Instinkt. Ich sehe vorne. Ah! Au! Da habe ich mich erschrocken. Eigentlich wollte ich das machen mit dem. Da, er ist unter der Säule durch. Ich schaff das. Ellbogen hoch, Hand ruhig, entspannen. Am besten in den Unterbauch. Ja! Verlieren nicht. Was ist das denn gerade? Oh, hat das Messer verloren.
Das wird gleich da wird er gleich wieder von seinem Vater angeschwärzt. Junge. Oh, es wird jetzt auch immer so neblig hier. Junge. Wo bist du? Bist du hin? Ach da. Hä? Komm ich in... Hä? Ach da. Atreus. Warte auf mich, Junge. Atreus! Shit, er ruft nicht, er antwortet nicht mehr. Na jetzt. Atreus! Wir wussten nicht, dass er dir gehört. Tut er nicht. Er ist mein Freund. Der Junge tat, was ich ihm sagte. Dann hilf mir jetzt. Hier, halten, bitte. Halten, er verliert Blut. Der letzte seiner Art und ihr schießt auf ihn. Seid ihr so hungrig? Zielübungen. Zielübungen? Es tut mir so leid. Weiter Druck ausüben. Ich bin schuld. Ich hätte aufpassen sollen. Stirbt er? Das werde ich nicht zulassen. Du, der Pfeil hat eine Arterie durchtrennt. Finde beide Enden und halte sie fest. Fange links an. Greifen und halten. Und dann muss ich auch machen, oh Gott. Nun die rechte Seite. Halt sie fest. Gut. Jetzt zieh sie zusammen. Aneinander. Muss ich es auch machen? Nee. Du bist eine Hexe. Hier kann ich ihn nicht ganz heilen. Mein Haus ist gleich hinter den Bäumen. Trägst du ihn? Er darf nicht sterben. In dem alten Karten wäre das scheißegal gewesen. Er scheint fürs Erste stabil zu sein. Kann ich das denn so lassen? Ich glaube ja. Greta. Hier lang. Krass. Ich dachte, der alte Kratos hätte ihn gekillt, ey. Das wäre, glaube ich, egal gewesen. Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Ich habe euch hier im Wald noch nie gesehen. Sie muss dich vermissen. Alter, ruckelt das gerade. Sie ist tot. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Zwei letzter Wunsch. Junge. Das tut mir wirklich leid. Ist das ungewöhnlich? Wir sind da. Du wohnst in einem Baum? Nicht darin. Darunter. Hey, Millie! Schau! Ist schon gut. Was? Ist das eine Schildkröte? Ist ein Löwenschildkröte? Ey, Quatsch. Oh. Wie töten ich diese... Junge. Es droht keine Gefahr. Versprochen. Und wir töten die ganz besonderen Tiere die ganze Zeit, mich verarschen. Das machen wir ab jetzt nicht mehr. Er ist harmlos. Alter. Hallo? Kronos war größer. Ach stimmt, den haben wir auch gekillt. Gaia haben wir auch gekillt. Stimmt ja. Schnell.
auf den Kreis da. Oh, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. Oh. Halt ihn ruhig. Lebst du allein? Es ist besser so. Ja, mein Vater mag Leute auch nicht. Junge. Aber stimmt doch. Halt ihn ruhig, er verletzt sich selbst. Gut. Ruhig. Oh, aufstrecken. Ja. Ruh dich aus. Ich brauche zwei Dinge. Frische Rotwurzel wächst hinter dem Haus. Bringst du mir ein Büschel davon? Weißt du, wer wir sind? Lass nach. Ich. Es weiß es, oder? Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Also sind wir immer noch der Kriegs... Nichts, oder? Von deiner wahren Natur. Oder seiner eigenen... Das geht dich nichts an. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen. Glaub mir, ich weiß es. Wenn sie euch finden, was sie werden, wird es sehr schwierig. Der Junge wird Fragen stellen. Das ist dann mein Problem. Was auch immer du verbirgst, du kannst ihn nicht ewig beschützen. Aber du hast recht. Geht mich nichts an. Da sind wir immer noch der Kriegsgott. Haben wir immer noch die kompletten Fähigkeiten alle noch. Ein Schaumkraut. Eine weiße Blume in meinem Garten. Eine Handvoll. Klar. Da sind wir doch noch immer der komplette, immer noch der Kriegsgott, ne? Mit all seinen Fähigkeiten, oder? Da haben wir die Klinge des Olymps vielleicht damals unsere Kräfte rausgesaugt, ne? Eventuell, also sind wir vielleicht doch noch der vorwärtige Kriegsgott, halt nur extrem außer Übung. Ist das Freya? Das hier? Freya? Schaumkraut, bitte, jede Sekunde zählt. Wie sieht das denn aus? Ich habe gerade nicht zugehört. Cool. Gut, dass ich herausgefunden habe, wie man rennt mittlerweile. Hilfst du mir? Ich schaffe. Ist nicht allein. Hilft das hier? Wann habe ich... Bei der Jagd auf das Tier. Was ist los mit mir? Wenn ich es verloren hätte... Du hast es verloren. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Okay, dann. Oh mein Gott, Alter, ich hab richtig, oh Gott, die Frames gerade. Ja, genau, was ich brauche. Was ist jetzt gerade mit den Frames los gewesen? Wird er überleben? Ach du Scheiße. Dann gehen wir. Halt. Ich will euch danken. Betäubungsmittel. Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor denen, die eure Reise stören könnten. Lena. Na gut, hat sich wieder beruhigt. Ich bin gerade auf 50 FPS runtergedroppt, ey.
Lena. Hey, Millie. Es gibt eine Abkürzung unter dem Haus, über die ihr sicher aus dem Wald kommt. Geht den Weg nach unten und dann auf das Licht zu. Alter Schwede, die Frames droppen gerade gewaltig. So oft oder selten, wie ihr wollt. Und jetzt fort mit euch. Komm, Junge. Ich kann nicht mehr warten. Ich muss doch eine CPU kaufen dringend, ey, jetzt, ey. Ich würde eigentlich noch ein paar Wochen warten, bis die anderen zwei AMD-CPUs noch kommen. Ey, Errungenschaft, ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet, eine neue Freundin. Hex. Und nehmt den hier. Er dient euch in der Welt zur Orientierung und Navigation und wird euch immer zu euren Zielen führen. Oh, ich hab den Hexenkompass, deshalb konnte ich das nicht lesen, was da steht. Wie geht's ihm? Er braucht Ruhe. Er ist aber außer Gefahr. Hat er einen Namen? Hildiswini. Er ist mir schon lange ein guter Freund. Hildiswini. So einen Keiler habe ich noch nie gesehen. Du hast gesagt, er ist der Letzte auf der Welt. Der Letzte in dieser Welt. Er stammt von einem ganz anderen Ort. Zu Hause konnte er jede gewünschte Form annehmen. Aber seit er hier ist, bleibt er in diesem Zustand. Zustand als Keiler? Den Zustand seines Verstandes. Die Erinnerung an seine wahre Natur wird immer schwächer, wie ein Traum. Und die Illusion fühlt sich mit jedem Tag realer an. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Wenn du immerfort, Tag für Tag nur in deiner physischen Form lebst, ist es schwer zu glauben, dass es nicht deine wahre Form ist. Mit jugendlicher Kraft hätte er sicher rebellieren können, doch Hildiswini ist sehr, sehr alt. Würde ich ihn nicht an seine Heimat erinnern, an sich selbst, bliebe wohl nur der Keiler zurück. Schleitwandler. Ich hoffe, er findet den Weg nach Hause. Vielen Dank, Kind, das hoffe ich auch. Und er kennt ja eigentlich direkt, wobei Götter erkennen bestimmt andere Götter, ne? Naja. Und da wir die in sich, nicht mehr im Sicherheitskreis sind. War krass, die Fred. Mach dich bereit, Junge. Hä? Nachmal töten. Treffen Sie mehr dieser schwebenden Augapfelmonster, indem Sie die Landschaft durchqueren und so viele töten. Nachmal. Mutter hat mir immer vor Nachmalen erzählt, bis ich nun ja selber welche hatte. Es war mir peinlich, aber sie sagte mir, dass es ebenso zum Leben gehört und es manchmal Schönheit im Schrecken gebe. Sie sah in all immer das Gute, selbst in diesen kleinen, unheimlichen, schwebenden Augenmonstern. Sie sind nach einem alten Wesen, dem Ma, benannt, das sich an einem während des Schlafs auf die Brust setzt und an der Flucht labt. An der Furcht labt. Oh, das ist ein bisschen wie Schlafparalyse, ne? Schlafparalyse ist das ja, wenn man aufwacht. Also man ist komplett geistig, komplett wach, aber der Körper denkt, man ist der Körper noch nicht. Das heißt, man kann sich komplett umgucken, man sieht alles, man kann alles wahrnehmen, aber man kann sich nicht bewegen, weil der Körper einfach noch nicht gesagt hat, dass der Körper wach ist. Also das Gehirn hat den Körper das noch nicht gesagt. Das kann richtig gruselig sein. Ich hatte noch nie eine Schlafparalyse. Ist der ertrunken? Ich glaube, der ist ertrunken. Da hat man gerade gut gesehen, dass meine CPU auf jeden Fall nicht gut ist für meine Grafikkarte. Nee. Kann denn die CPU dadurch eigentlich kaputt gehen?
Da kann ich nicht lang. Kann ich das ins Wasser reinkippen? Nee, ich glaube, ich komme nicht mal durch das Tor. Atreus, komm her. Was ist das denn? Was ist das denn? Hey, sieh dir das mal an. Na. Ah, ob den Scheiß hier. Oh, wir haben irgendwas Gutes gefunden. Oh, was ist das denn? Talisman der konzentrierten Vitalität. Gewöhnlicher Talisman. Gewährt einen Gesundheitsschub. Gewährt einen Gesundheitsschub zum Aktivieren. Eine Erinnerung an Kratos, verstorbener Frau. Gesundheitsschub. Zum Aktivieren, ey, B plus B drückt, dann kriege ich einen Gesundheitsschub. Habe ich momentan noch nicht nötig, aber ist okay, das ist ein Trend, dass ich sowas habe. Brauche ich gerade nicht, aber... Ich glaube, hier, wenn, nach dem Part, dann werde ich mal ganz kurz den PC, also was ist PC, ich werde dann mal die Grafikkarte, also Grafiksachen runterladen, unterstellen, die Grafiksachen, und das Spiel nochmal neu starten. Im Boot. Na komm, fahren wir mit dem Bötchen. Jetzt kommen wir schnell zum Berg. Ich kann gar nicht glauben, dass ich hier bin und all das tue. Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich käme nie aus unserem Wald raus. Oder manchmal sogar aus meinem Bett. Keine Krankheit konntest du nicht. Oh, ich weiß. Ich wollte einfach nur sagen, das hier ist toll. Kann ich den nirgendwo anlegen? Sieht nicht so aus, ne? Nee. Boah, Alter! Codierer überlastet. Oh mein Gott. Alter Schwede. Das ist nicht gut. Ich muss hier raus aus dem Wasser. Das ist nicht... Alter. Meerwasser. Tun wir das? Riechst du es nicht? Wenn dieser Geruch das Meer ist, dann stinkt es. Alter. Ich habe gerade richtig Probleme mit meinem Spiel. Alter Schwede. Also krasse Probleme. Alter, die Frames droppen gerade in den unter 50er Bereich, Leute. Tut mir furchtbar leid. Sieh doch mal, das ist Thor. Thor. Gott des Donners. Genau. Du hast zugehört, wenn Mutter von Göttern sprach. Habe ich selten. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Oh. Das klingt nach Baldur. Baldur. Ein Asengott, Sohn von Odin und Frigg. Und Odin ist der König. Das stimmt. Warum? Baldur.
Jetzt geht's wieder. Jetzt habe ich wieder normale Frames. Aha. Was ist das? Das ist die Seeschlange. Gebaut aus. Was ist das? Ist schon gut. Das ist die Seeschlange, ne? Aber habt ihr das gerade mal gesehen, Leute, wie krass die CPU meinen Grafikkarten in Mitleidenschaft zieht, ey. Achso, ich krieg da oben angezeigt, wo ich schlagen muss. Da vorne. Ich kann Runen sehen, auf der Brust. Sie sind kaum zu erkennen. Okay, Leute. Machen wir das. Gucken wir uns noch an eben. Da steht, opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Wirst du es tun? Das habe ich schon mal gesehen, die Szene. Die Axt kommt nicht zurück. Ja, die Szene habe ich schon mal gesehen. Das ist nämlich diese Dingensschlange. Oh, hallo, Weltenschlange. Bleib ruhig, Junge! Bin ich! Das ist toll! Sie spricht? Ja! Mutter sagte, sie ist nett! Was sagt sie? Keine Ahnung! Das Ding ist so awesome. Das war unglaublich. Was soll das Rumgeflackere? Da drüben ist ein Schiffswrack, siehst du? Und da ist die Torstatue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Oh, deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Und da ist der Berg. Alter, gibt's hier viel. Warum? Das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hä? Huh? Und da ist sogar ein Dock. Da, neben der Flagge. Wir gehen zuerst zum Dock, oder? Wir sind die Ersten, die seit wer weiß wann darüber gehen. Kennst du diese Schlange? Sie gehört zu den Riesen und ist so groß, dass sie die ganze Welt... Weltenschlange. Wir haben die Weltenschlange von Midgard geweckt. Vater dachte, dass sie uns fressen will, aber Mutter sagte immer, dass Jormungandr eine freundliche Riesin ist. Riesin sei also ein Mädchen, ist eine Frau. Sie versucht mit uns zu sprechen, aber ich konnte sie nicht verstehen. Ich frage mich, ob das die Sprache aller Riesen ist. Momentan scheinen wir sie nicht zu interessieren. Ich möchte mit ihr reden. Ich habe so viele Fragen. Wo kam sie her?
Was macht sie den ganzen Tag? Was frisst sie? Vielleicht gibt es einen anderen Weg, mit ihr zu sprechen. Na, werden wir vielleicht noch rausfinden. Etwas übertrieben. Ich weiß nicht. Sah verdammt groß aus. Oh, guck mal, haben wir schon lange nicht mehr geguckt, ne? Alter, das ist nicht... Cool. Das ist unser Haus. Cool. Ja, dann docken wir mal hier eben an. Und dann speichere ich mal eben ganz kurz. Wie lange und. Glaubst du, ist das schon hier? Eine sehr lange Zeit. Okay, Leute. Ich bedanke mich beim Zuschauen an all ihr Lebensformen und Fans von God of War. Und ich hoffe, ihr seid im nächsten Mal auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Euer Dagevian. Tschüss.